Hey Freunde, ich bin Splali und wir spielen 4-2. Im letzten Part hat uns Snakebiz kontaktiert, denn Elmer ist hier ganz in der Nähe. So, und wir spüren ihre Gegenwart, deswegen blinkt das Bild kurz mal rot auf. Glaube ich zumindest. Okay. Was ist hier? Ein Stein auf Papier. Ein Walkie-Talkie. Ziemlich düster hier, oder? Und wir... Leichen. Da hat sich was... Hat sich was bewegt. Ach so. Das ist ein Container oder so. Mach mal die Tür zu. Oh, scheiße, Mann. Ich habe Angst. Eine Leiche. Okay. Was ist hier? Gibt's Sachen? Okay. Wow! Ach du Scheiße, die stand hier! Das war Alma. Holy shit. Angst vor dem Mädchen. Die macht mir echt Angst. Was ist hier? Da komme ich nicht raus. Nein! Lass mich los! War das Alma? Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Krass. Einfach nur krass. Wo bin ich hier? Da war was. War das ein Typ? Ah, jetzt bin ich quasi auf der anderen Seite. Ich laufe mir hinterher. Sergeant Beckett, ich habe meine Daten überprüft. Ich vermute, dass Alma auf Sie aufmerksam geworden ist, als Sie die TAK betraten. Und nun ziehen Sie sie an. Man könnte sagen, sie begehrt sie. Sie ist begierig. Sie sind wie Freibier auf einer Biker-Party. Sie riecht sie. Und sie möchte sie verzehren. Ach, Snakebiz hat die Klappe. Wenn du mir noch extra Anzeigen jagen will. Dieser Kerl. Wer ist das denn? Okay. Ich komme nach unten. Aber erst werde ich mich hier umschauen. Nee, egal. Ich gehe nach unten. Geht nicht. Hier ist nichts. Ach, verdammt. Hier kann ich mich nur heilen. Gut. Alma, wir können auch Freunde sein, wenn du magst. Also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine... Also, es soll jetzt keine Beleidigung sein, dass du keine Freunde hast, aber... Ne? Also... vergiss es. Was ist hier? Oh Gott. Das Mädchen ist krank. So. Jetzt kann ich rein. Ach, jetzt muss ich wieder zurück. Okay. Gut. Dann gehe ich mal, ne? Also, aber ich will dich nicht sehen auf dem Rückweg. Hast du kapiert, Alma? Also, ist jetzt nicht böse gemeint, aber, ne? Weiß Bescheid. Ach, meine Fresse. Mädchen, mit dir stimmt was nicht. Ja, hier ist ja nichts. Ich komme auch nicht durch. Bin ich hier umsonst? Was war das? Ach du Scheiße. Okay. Wow! Geh weg! Diese Viecher, Mann. Wo ist Ben, wenn man ihn braucht? Wow! Alma! Wo bin ich? Okay, steck fest.
Das war sie eben. Das war Alma. Und sie ist nicht nett zu mir. Oder andersrum. Sie ist süchtig nach mir. Tut mir leid. Ich muss kurz räuspern. Oh mein Gott, das Mädchen, ey. Das Mädchen hat ein ernsthaftes Problem. Ist hier durch. So ein Psycho-Mädchen. Diese Psycho-Dinger. Schwinde. Beide aus seinem Gleis. Was hat denn die hier gemacht? Was ist das hier? Eine kranke Hypnose. Die Fenster, Mann. Komm hier durch. Ja. Hier ist nichts. Oh! Direkt hinter mir, ey. Komm, mach das Ventil an. Okay, was war das jetzt? Krass. Ich komme hier hoch. Und wehe, mich greift jetzt irgendwas an. Ich hab da keinen Bock drauf. Bin ich jetzt voll? Und eine Erinnerung. Okay. Ich hab einen Checkpoint. Das ist gut. Warte, was war da? Ich hasse euch! Einfach nur hassen. So. Haben wir noch Zeit. Hab noch viel Zeit. Aber ganz ehrlich, dass das eben passiert ist, das kam mir vor wie eine Ewigkeit. Oh, Kite! Der klettert. Der lädt ein bisschen. Also, der kommt ein bisschen laggy an. Oh, Rüstung. Über mir. Zwei Stück. Was, ganz ehrlich? Was zur Hölle haben die mit euch angestellt? Ihr wart doch auch mal Menschen, oder? Meine Fresse. Ich glaube, das hängt irgendwie mit der Hypnose da hinten zusammen. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ist ja blind das Spiel hier. Oh, es wird dunkel, es wird immer düsterer. Ein perfekter Ort für Alma. Okay. Schrotgewehr. Das Schlimme ist, Alma ist keine Einbildung. Die kann mich wirklich angreifen. Habt ihr ja vorhin gesehen. Okay. Oh, lass mich holen. Das sind einfach zu viele. Zu viele. Kann ich irgendwas drücken? Nein. Warnung. Jetzt würde ich auf Warnungen hören. So, es geht weiter. Renn. Noch brennt auf mich zu und sparen. Ja, man stirbt. Oh! Nervensäge. Ich lade zu viel nach, ich weiß. Das ist aber Reflex und ich wollte da eben rauf. Ich wollte eben raufspringen und was ist? Es fällt runter. Dumm gelaufen. Aber das macht nichts. Wir haben eben einen Checkpoint bekommen. Und nochmal. So, zum Glück bin ich hier. Na, nun muss ich die Viecher wieder angreifen. Genau. Ich werfe schon mal Granaten, weil ich weiß, dass da welche sind. Weißt du was, Kerl? Du lagst. Okay. Aber das mit den Schatten ist ja krass. Dass man erschrocken nach oben guckt. Weil die von oben kommen. Okay. Das müssen erstmal alle gewesen sein. Und ich müsste hier eigentlich durch, aber das geht nicht. Hier, ach, hier muss ich durch. Okay. Ich höre was. Wow. Erschreckt. Sorry. Ach, ich darf nicht mal so schnell nachladen, ich weiß.
Aber wie gesagt, das ist ein Reflex. Ja. Macht nichts. Ich habe eigentlich mal genug Muni. So, vielleicht kommen da hinten welche. Und ich bin vorbereitet. Warte, ich muss kurz nachladen. Nee, nerv mich. Ey, du kannst mich ja noch verändern. Geh weg. So. Boah, sind das viele von denen, ey. Das Ding fällt jetzt runter. Oder? Warum auf einmal nicht mehr? Hä? Warum fällt das auf einmal nicht mehr? Muss ich das erst berühren? Egal. Ich geh weiter. Ist nichts passiert. So, hier kann man sich heilen. Und hier muss ich weiter. Speichere Daten. Gute Checkpoints. Also hier reg ich mich auf, dass man nicht manuell speichern kann. Weil der Speicher ist schon da. Im Gegensatz zu Mafia 2. Nach oben los. Okay. Okay. Mein Gott. Ist das hier wieder so ein Krankenhaus? Hier los. Hinter mir! Oh, scheiße, scheiße! Oh, komm schon! Meine Fresse. Das war ganz schön knapp. Die wollen mich halt unbedingt auffressen. Aber das schafft nicht. Weil ich wirklich ein schneller Kicker bin, muss ich sagen. Ich bin wirklich schneller Kicker. Okay. B1. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Wo muss ich denn lang? Ich weiß es nicht. Ich habe mich verirrt. Ich habe mich wirklich verirrt. Ey. Ach, von da hinten bin ich gekommen. Okay. Sprich, ich muss hier durch. Ja. Also bei 4-2 kann man sich wirklich nicht verlaufen. Bis jetzt habe ich mich auch nur 1 oder 2 Mal verlaufen. Aber im Grunde ist es alles sehr linear. Oh, dieses Licht. Wobei, das spackt nicht so ab wie das andere. Nach oben. Ich hasse Fahrstühle. Zumindest in 4-2. Hier ist ein seltsames Licht. Was steht hier? Max. Max Cap. 2000. Was? Ah, jemand wurde von einem Propeller getroffen. Ziemlich viele Schocker in dieser Folge, muss ich sagen. Habe ich vermisst, nach so vielen Gegnern. Ich gehe erst hoch. Erst gucken, was oben ist. Oh, komme ich nicht durch. Damn it! Dann muss ich wohl nach unten. Ah, Freunde, ich finde es toll, dass ihr bei mir seid. Also, ihr seid es nicht, aber es kommt so rüber. Also, es fühlt sich so an, wollte ich sagen. Ach, bin ich nicht alleine? Was ist denn hier? Mein Auto. Und jetzt kommen wieder ganz viele Gegner, oder? Was? Was hast du vor? Na los, zeig's mir. Geklonte Soldaten. Alter, du bist nicht wirklich normal, kann das sein? Ach du Scheiße. Ihr seid Klone? Okay.
das sieht aus wie ein Testlabor. Finde ich aber interessant. Und ich bin das Testobjekt, oder wie? Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich mache hier erstmal Schluss. Und im nächsten Part werden wir entweder von Replikas angegriffen oder von was anderem. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal, meine ich.